10 Herzen. Wow. Das sind alles blaue fast. Eine schwarze, ein rotes, der Rest ist blau. Ist egal. Ah. Ja, ich hab grad richtig strong eigentlich on the health side. I'm pretty strong on the health side. Oh, hier muss man echt vorsichtig sein wegen diesen Bastarden. Ich liebe Daddy Longlegs. Den hätte ich auch gern zweimal. Yo. Eine Full Health Pille. Es geht erstmal nach unten. Sehr gut, instant down. Dann Double Infested. Nach unten. Wow. Es geht immer noch nach wie vor nicht mehr als 10 Herzen. Ist gut. Naja. Es wäre mal was Neues gewesen. Wenn sie sich jetzt irgendwie zu einem großen Herz vereint hätten oder so. Ey, dass ich hier ohne Damage durchgekommen bin bis jetzt, ist echt ein Wunder. Also, durch den einen Raum jetzt gerade. Das ist ein Challenge Room, der lohnt sich normalerweise jetzt nicht mehr. Aber ich habe da oben auf jeden Fall noch ein Seelenherzreserve. Hier gucken wir erstmal nach einem... Secret? Nee. Faith up. Nee, das wisst ihr was? Ich habe noch ein Seelenherzreserve. Hier war noch ein ganzes Herz. Hm. Puh. Money ist ohne Ende. Ah, meine Bosskämpfe sind gerade nicht so spannend. Monkey's Palm, was war das nochmal? Absolut, keine Ahnung. Wish Granted, steht da dabei. Wish Granted. Loki. Dann nehmen. Boah, Loki hält aus, ey. Ja, Loki hat immer sehr, sehr viele Lebenspunkte. Ich hasse dieses... Okay, danke, Daddy. Daddy Longlegs. Nein, eine Trollobombo! Alter, geh nach Hause, du. Okay, leider für die... Das hier war Timmy's Head. Ah, der ist... Was zur Hölle? Nein, jetzt hier keine Sicherheitsüberprüfung machen. Das macht Timmy's Head, so ein Abschild in alle Richtungen. Aber ich glaube, ich nehme lieber Guppies Head. Das ist nur mit Brimstone eigentlich ziemlich cool. Ja, aber bei mir ist das viel zu kurz. Ich nehme mal die Affenpfote mit und habe genau das eine Herz bezahlt, was ich hier oben wieder kriege. Ich hätte nicht gedacht, dass die noch schießen. Nein! Oh mein Gott. Oh, und wieder geportet, das kann doch nicht sein. Wow, die Fliege hätte mich erwischt, die Spinne hätte mich wieder erwischt. Boah, ist ja schnell geworden. What? Oh, wieder geportet. Ich verfluche gerade diesen Cursed Shot. Und das wäre es fast wieder gewesen, diese Spinnen. Das sind meine Arch-Enemies. Was wir hier noch nicht hatten, liebe Leute, war ein Itemraum. Raum. Im Wurm gibt es doch noch Itemräume, oder? Ja, ja. Nein? Nein. Keine Itemräume mehr? Nein. Wie komme ich denn an den Items? Eine weiße Chest. Kommt der noch näher ran? Ja, der kommt noch näher ran. Perfekt. Eine Fliege rausgekommen. Wow. Ich guck mal noch in die anderen Räume, falls es ja noch irgendwas gibt. Gegner gibt's, okay. Kisten, Bomben. Na? Ich bräuchte beim Herz bräuchte ich definitiv noch die Aufladung.
Oh, falsche Richtung geguckt. Okay, hier gibt's nix. Hier könnte es ein Secret geben. Yes, endlich habe ich da ein Secret getroffen. Zwei Schalter. What? Drückst du auf zwei Schalter, spawnen erstmal vier Dingel. Also nicht Dingel, aber die kleinere Variante quasi. Ja. Die sich dann nochmal in die Autoscooter verwandelt. Was ich das jetzt nicht so geil finde, kannst du dir vermutlich vorstellen. Mhm. Versuch mal hier stehen zu bleiben. Ich hoffe, ich werde nicht weggedrückt. Keine Belohnung. Ich meine, nur so werde ich die wahrscheinlich besiegen können. Keine Belohnung. Keine Belohnung. Von was? Keine Belohnung von diesem ultra fetten Raum gerade. Ah, da schießt in alle vier Richtungen. Ultra fieser Raum gerade und keine Belohnung. Also leider nicht nochmal ein Item vorm Bossraum. Schade. Unbedingt auf Scheiße aufpassen, die mir ja wehtut, auf die rote. Weil ich bin nämlich auch so einer. Wow, das war schon wieder knapp. Der einfach durch die Räume fliegt, wenn er die schon mal hatte. Und Death. Rubber Cement. Haben wir freigeschalten. Könnte man erstmal ganz kurz hier bitte die da töten. So, und dann den nächsten Raum. Wir machen wieder random. Lazarus mal wieder. Ah je. Nice, zweiter Ball of Bandage. Jetzt ist es schon so ein pinkes Ding mit Blümchen. Herzkern sieht noch einigermaßen gut aus. Auf in den Womp. Boss Time. Mams Herz jetzt auch endlich bei mir, hoffe ich. You shit me not! Was ist passiert? In der Mitte ist ein Loch. Um das Loch kreisen vier von diesen Stacheldingern. Ja. Und an jeder Seite ist ein Schalter. Ja. Wenn ich jetzt nicht fliegen könnte, wäre ich der wütendste Guy ever. Oh. Das Belohnung immerhin ein Seelenherz. Technology. Wow. Mit was zusammen? Nur Technology 2 jetzt gerade. Du hast gerade angefangen. Die 2, ja. Oh, das ist natürlich... Und dann kriege ich natürlich den Gegner, bei dem ich eigentlich Knockback bräuchte. Last. Naja, zum Glück sind genug Steine im Weg. The Stars? Bring dich in den Itemraum. Es gibt hier keinen. Ich bin im Womp. Dann bringt's dich, ich glaube, in einen zufälligen Raum. In einen zufälligen Raum, ja. Hallo Bombo, geh nach Hause. Ich muss die Map Opacity ein bisschen erhöhen. Das ist ein Stückchen höher. Ich sehe die Karte teilweise nicht. Was bei mir ja nicht verwunderlich ist, ich bin ja auch so geglückt. Weißt du, was mich immer diese Fische aus dem Boden erinnern? Mm-mm. An die Fische aus SpongeBob, ey. Wow. Raum. Oh, hier könnte. Aha. Wow, die Amount of Seelenherzen, die er droppt. Das war echt nice. Eine random Trollbombe. Wir könnten mal versuchen, die Boys zu sprengen. Ich glaube, das ging auch. Ja, Münzen. Nix. Ich habe eh genug Bomben. Auch wieder nix. Ne, halt, da sind Spiders getroppt. Okay, noch mehr Spiders. Hier rein. Ach Gott. Oh, Chubby und der andere Dude, den ich jetzt vergessen habe, dessen Namen. Larry Junior. Ich kämpfe gerade noch gegen Monstro. Technology 2, ne, das dauert ewig. Welches war das Technology 2? Das, was dauerhaft schießt? Dauerhaft, ja. Die breite Brille oder eine schmale Brille oder ein Auge, wa? Wie ein Auge? Ein einzelnes Laserauge war das, ne? Ja, und der... Oh!
perfekte Item dazu bekommen. Magic Mushroom, all stats up. Es ist allerdings ein bisschen stärker. Und ja, genau. Das ist ein Auge und das andere schießt wenigstens noch normale Tränen. Gibt ja auch Technology 1. Ich hoffe, das funktioniert jetzt endlich mal in Verbindung mit der 2 ein bisschen besser. Es gibt ja auch noch ein neues Technology, Technology 3. Genau, das war dieses random Broken Technology Gedöns. Na, es gibt irgendwie eins, das hat so eine Brille komplett nach vorne. Das schießt irgendwie so Kreise. Oh, selbes Spiel wie vorhin. Ich habe erstens hier vielleicht die Chance auf ein Secret. Nee. Und zweitens ein Herz übrig. Also nehme ich hier ein Challenge Room mit. Und kriege Child's Heart. Das ist besser als die Affenpower, hoffe ich. Ach, wo gucke ich denn hin? Weil auch keiner weiß, was die Affenpower macht. Das ist halt auch so ein Problem. Ich hasse Loki. Jetzt gerade nicht aus dem Kopf, ne. Your wish may be granted, steht er dabei, aber ich nehme lieber Child's Heart, weil da wissen wir, dass das Herzen-Spawn erhöht. Auf der anderen Seite habe ich so viele Herzen. Ich lasse das erstmal weg. Oh, ich hasse diesen Gegner. Wow, obliterated. Als Belohnung noch ein Schlüssel und noch ein Raum. Einen Raum-Count. Glaskanone. Hier lang. Be gentle. Oh, Glaskanone war, glaube ich, was ganz Kompliziertes. What? Das senkt meine HP auf ein halbes Herz, wenn ich es einsetze. Und dafür schießt so eine dicke Kugel ab. Ja. Oh mein Gott. Warum? Run wasted? Ja, vielleicht. Ich Pech hab. Nice, ich habe noch mehr infested. Ich liebe das. Was ist denn das hier für eine Mülltonne gewesen? Starterdeck, extra Card Room. Oh. Ich habe hier gerade nur Herzen ohne Ende. Ich habe ja noch 800 Herzen. Herzen? Glaskanone. Zur Verfügung, ey. Fuck it. Oh, der musste weg. Alter Schwede. Wow. Lemon Party. Rollbombe. Oh, das entfernt keine Seelenherzen. Ah, also ein ideales Item für mich gerade. Perfekt, die Glaskanone wäre die. Noch mehr Seelenherzen. Alter, du müsstest gerade sehen, wie viel. Was macht der Raum 1? Raum 1? Der Würfel 1. Ja, probier's doch aus. Okay, ich nehme beides mit, das Rotten Baby und The Mark. Ich bin mega sauer. Was ist gerebrollt worden? Alle meine Items, die ich besitze. Ich hab auf jeden Fall Orbital, weil ich schieße jetzt so eine Runde Dingsbums um mich ringsrum. Scheiße. Und ich habe gleichzeitig noch Mom's Knife, was leider immer noch nicht gemeinsam funktioniert. Es hätte mich jetzt schlechter treffen können. Aber es hätte halt auch besser sein können. Ich habe Spilankas Head noch bekommen. Oh, das ist super. Ja, aber auf der letzten Ebene. Ah, mein letztes Seelenherz ist jetzt ein Evil Heart. Okay. Also Evil Hearts ersetzen. Und ich habe Minotaurus, weil ich zerlaufe Steine. Einfach mal random alle meine Items rerollt. No shit mehr, was jetzt hier abgeht. Ah. Oh. Die Glaskanone ist geil. Die macht unfassbar viel Schaden. Aber wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier einfach rein in den Bossraum. Ich muss halt verdammt nah ran zum Kämpfen, aber ich habe so viel Herzen. Ich konnte das einfach wegtanken, ey. Okay, jetzt habe ich die Wahl zwischen Sheol oder Kiste. Was bringt es dir, wenn ich Sheol mache? Weiß das einer? Da kannst du dann gegen Satan kämpfen. Und die Kiste? Ah, jetzt ist der Devil Deal ewig, weil ich rausgelaufen bin. Schade. Genau. Ja, ab in die Kiste. Keine Kiste. Ja, Isaac in der Kiste. Ah, nee, ich war ja Azazel. Azazel in der Kiste. Wir sind schon wieder bei einer Stunde 10, ey. Wie weit bist du mit deinem Run? Lohnt es sich noch, wenn ich noch einen anfange? Könnte sich noch lohnen, ja. Diese Glaskanone. So, ich habe alles weg. Ich habe Eden unlocked.
Sehr gut. You run random. Chubby fast one-hitted. Nein. Was hat er? Lilith. Läuft. Jesus Juice. Und Proptosis. Lilith und Proptosis. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich drück gleich aus, was sind die Erdtaste. Ich hab jetzt endlich mal Azazel unlocked. Und ich kann fliegen. Boah. Lilith und Proptosis, ey. Und broke me remote, because it's broken. Ja. Oh ja, zwei Schlüssel, die brauchen wir noch. Hoppla, bin ich doch glatt auf der R-Taste hängen geblieben. Huch! Ja komm, Lilith und Broken Remote. Und der Raum war auch scheiße. Oh, oh, das ist eine harte Regelverletzung. Lilith und Proptosis. Ist nicht euer Ernst. Kann ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Ja, ich starte ja nochmal mit Lilith, aber... ob ich jetzt in zwei Räumen sterbe oder gleich rerunne. Lilith und Proptosis, ey. Ach, das ist doch noch kein RIP. Doch, als erstes Item. Ich und Lilith, ey. Arcade Room. Nö, komm, die sprengen. Oh, ich hätte die alle drei wegsprengen können. Deiner Bombe. Ah, Piercing Shots. Das ist doch zum Beispiel ganz cool. Wow. Ich hab nicht mal eine Bombe. Ah, oh, ich habe auch keine Schlüssel. Ich habe ja, also ich bin ja gerade reich beschenkt mit nichts. Ein Gold, ein Geld. So lernst du vielleicht auch mal nichts schätzen. Ich habe Lilith. Ich habe so schon nichts. Lilith ist awesome. Hast mal nicht Lilith. Ist anders. Awesome würde ich jetzt nicht sagen. Bro, und gleich mit den Zombie-Man. Deinem rollenden Kopf, ey. Tour of Spades. Okay, erstmal ein bisschen Lebenspunkte mehr und noch ein Seelenherz. Das läuft schon mal ja nicht so schlecht. The Mulligan. Mulligan? Hast du nochmal Willen? Nee. They grow inside. Ich weiß nicht mehr, wann das brockt, aber... Erster Raum und ich krieg schon wieder Bosse. Vor allem ein Mikroraum und dann Envy. Und auf jeden Fall fliegen. Ja, zu viele Gegner. Damage kassiert. Kleiner Raum. Oh, was ist denn das? Und Envy. Das ist neu. Ventricle was für ein Razor? Ich kann ja gar nicht fliegen. Ich will ja lieber das Herz. Bitte, was tut es gerade? Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich gehe da rein. Ich kann da nicht rein. Was macht das? Können da Gegner rein? Ah, wir werden es wohl nie erfahren. Mach das Feuer aus hier. Ich hab eine Münze immer noch. Und keine Schlüssel mehr. Geld, okay. Aber eben, wie gerade angemerkt, keine Schlüssel. Und hatte ich hier schon einen Itemraum? Der Ebene hatte ich doch noch keinen Itemraum, oder? Achso, Piercing Shots sind ja nicht Ghost Shots, habe ich jetzt verwechselt. Die gehen nicht durch Steine, die gehen nur durch Gegner, ja. Ja. Hat man mich gerade ein bisschen verwirrt gesehen. Okay, HP ab, Tears ab und irgendwas ab.
Macht er an derselben Stelle nochmal auf, würde? Irgendwas ab, ab. Irgendwo ist noch einer von den Hunden. Hallo, wo ist denn der? Ah, hier. Noch mehr Geld und eine Batterie, okay. Mhm, nicht so cool. Money. Jetzt kommt im Shop bestimmt wieder Greed. Wenn man so viel Geld hat, kommt meistens Greed. Ach, da oben ist ja der Bossraum. Achso, ich habe einen Itemraum gesucht. Das war ja mein Problem. Nicht der Bossraum. Wow. Was ich mittlerweile auch nice finde. Ah, oh Mann, dass so gut wie jeder Gegner brennen kann. Ja, ich sehe aus wie eine Abomination, by the way. Ist nichts Neues, aber. Oh, so. Ich hab keine Schlüssel! Wow. Das ist aber schade. Zweiter Raum und ich krieg schon mein Item nicht. Zweite Ebene. Oh, das ist ärgerlich. 800. Batterie, ja, eigentlich schon. Gerade mit Lilith hätte ich eigentlich jedes Item gebraucht. Ja, das schießt ja zurück. 9 Münzen. Aber keine Schlüssel. Demzufolge krieg ich auch den Shop nicht auf. Und alle Räume abgelaufen. Und Secret habe ich auch schon gehabt. Ich kann das hier hinten versuchen. Da ist aber nichts. Ich kann das hier versuchen. Da ist Infamy drin. Oder Infamy oder wie auch immer. Wo bin ich denn jetzt hingeportet? In den Devil-Raum? Hier ist noch ein Darkheart. Pentagramm. Und 4-Shot. Little Horn. Warum habe ich denn immer den Bullshit? Kurz erstmal das ganze Feuergelumbe ausmachen. Du kennst doch den 4-Shot, oder? Diesen schwarzen. Kohle? Nee, nee, das ist. Ist schwarz nicht Klebeschuss? Nee, nee, der andere schwarze. Der ist nicht ganz so komplett schwarz, sondern eher so schwarze Flamme quasi. Okay. Und das mit Glaskanone. Das ist so riesig. Und es ist ein 4-Shot, also es ist geil. Richtig. Alter, will der mal noch was anderes machen jetzt? Ne, er wirft die ganze Zeit seine scheiß Hairballs. Ucha-Board. Spektralier. Oh, jetzt kann der Laser? Oh, ich hab Memories. Oh, der Laser kann nach wie vor nicht durch Steine. Oh. Kein Greed. What? Okay. Ich hol mir Guppies Cola. Oh, Guppies Cola ist gut.